Stellen Sie sich Objekte vor, die alles komplexe Leben auf der Erde im Bruchteil einer Sekunde auslöschen können. Die tödlichsten Objekte im Universum. Sie können aus Tausenden von Kilometern Entfernung Eisen aus dem menschlichen Blut extrahieren. Die Elektronen innerhalb der Atome eines jeden lebenden Körpers würden eine enorme Zugkraft erfahren, die in der Lage ist, jedes Lebewesen auf atomarer Ebene zu zerreißen. Doch kaum jemand hätte Zeit, etwas zu spüren, da ihre tödliche Strahlung jeden sofort vernichten würde, der ihren Weg kreuzt. Aber was ist das? Wie viele andere Weltraumobjekte lauerten Magnetare lange Zeit geheimnisvoll im Verborgenen, bevor Wissenschaftler ihre Existenz vermuteten. Als sich unsere Beobachtungsmethoden verbesserten, begannen wir seltsame Ausbrüche von Gammastrahlung aufzuzeichnen. Überraschenderweise stammten sie nicht von der Sonne, sondern aus dem fernen Weltraum. Die Wissenschaftler schätzten die Koordinaten der Strahlungsquelle, aber niemand konnte die Natur dieses Phänomens erklären. Im Jahr 1992 kamen die Astrophysiker Robert Duncan und Christopher Thomson schließlich auf eine vielversprechende Theorie. Diese wurde später vom polnischen Astronomen Bogdan Paczynski und seinen Mitautoren weiterentwickelt. Die Theorie erwies sich als recht schlüssig und erklärte eindeutig die seltsamen Gammastrahlenausbrüche. Es stellte sich heraus, dass diese Strahlung von Objekten ausging, die später Magnetare genannt wurden. Und jetzt ist es an der Zeit, mehr über sie zu erfahren. Magnetare. Bitte abonnieren Sie unseren Kanal und liken Sie dieses Video. Magnetare sind eine besondere Art von Neutronensternen, die ein extrem starkes Magnetfeld von bis zu 1,011 Tesla haben. Zum Vergleich: Die Stärke des Magnetfelds der Erde liegt zwischen 25 und 65 Mikrotesla. Magnetare entstehen aus massereichen Sternen, die anfangs etwa 40 Sonnenmassen wiegen. Wie jeder andere Neutronenstern wird die Geburt eines Magnetars durch ein galaktisches Lichtspektakel gekennzeichnet. Damit ein Magnetar entstehen kann, muss ein massereicher Stern in einer Supernova explodieren und mit seinem Glanz das Licht einer ganzen Galaxie in den Schatten stellen. Das gigantische Magnetfeld ist nicht das einzige, was an Magnetaren bemerkenswert ist. Ihre starken Ausbrüche von Gammastrahlung können oft noch viele tausend Lichtjahre entfernt beobachtet werden. Es waren diese erstaunlichen Formationen, die es uns ermöglichten, die im stockdunklen Weltraum verborgenen Geheimnisse zu erkennen. Magnetare sind erstaunliche Kreaturen im Weltraum. Man kann sie am treffendsten mit dem Wort extrem charakterisieren. Und zwar im unerwartetsten und paradoxesten Sinne des Wortes. Nach kosmischen Maßstäben sind Magnetare absolut winzig. Vergessen Sie nicht, dass es sich dabei eigentlich um Sterne handelt, wenn auch ehemalige. Wenn die Sonne einen Durchmesser von 1.392.700 Kilometer hat, dann sind Magnetare nur 20 bis 30 Kilometer groß. Keine sechs- oder vierstelligen Zahlen, wohlgemerkt nur Kilometer. In Anbetracht ihrer bescheidenen Größe ist ihre Masse enorm. Die meisten von ihnen sind viel schwerer als die Sonne. Aus diesem Grund liegt die Dichte von Magnetaren, wie auch die anderer Neutronensterne, jenseits jeder Vorstellungskraft. Der Wert wird selbst einem versierten Menschen wenig sagen, denn solche gewaltigen Zahlen sind schwer zu verstehen. Die Popularwissenschaft gibt folgende Analogie an. Ein Löffel einer solchen Substanz in stabilem Zustand würde auf der Erde Hunderte von Millionen Tonnen wiegen. Zum Vergleich, der Burj Khalifa, der höchste Wolkenkratzer der Welt, wiegt nur 500.000 Tonnen. Ein weiterer beeindruckender Punkt ist die Rotationsgeschwindigkeit dieser Art von Neutronenstern. Die meisten der bekannten Magnetare drehen sich mehrmals um ihre Achse pro Sekunde. Obwohl sie so bizarr sind, sind Magnetare gleichzeitig die am kürzesten lebenden Weltraumobjekte mit einer Lebensdauer von 1 Million Jahren oder weniger.
Die aktive Phase des Lebenszyklus eines Magnetars dauert nicht länger als 10.000 Jahre. Danach lässt das Magnetfeld nach und die Strahlungsleistung nimmt stark ab. Für Weltraumverhältnisse ist ein Magnetar eine Eintagsfliege. Da Magnetare extrem selten sind, kennen wir nur 30 Objekte dieser Art. 24 sind in der wissenschaftlichen Gemeinschaft allgemein anerkannt, während die restlichen 6 noch nicht bestätigt sind. Magnetare unterscheiden sich nicht so stark in Bezug auf Masse, Form, Größe und andere Merkmale wie reife Sterne. Daher ist die Anzahl der entdeckten bizarren Merkmale direkt proportional zur Tiefe der Untersuchung. Und das ist wiederum auf die Nähe dieser Objekte zur Erde zurückzuführen. Der nächstgelegene bekannte Magnetar IE2259+586 wurde 1981 entdeckt, lange bevor Wissenschaftler die Magnetartheorie entwickelten. Er liegt 13.000 Lichtjahre von der Erde entfernt im Sternbild Cassiopeia. Er hat einen Durchmesser von nicht mehr als 20 Kilometern und dreht sich alle 6,98 Sekunden um seine Achse, was für Neutronensternverhältnisse sehr langsam ist. Er ist die Quelle von weichen, wiederkehrenden Gammastrahlenausbrüchen. Das Wort weich mag jedoch irreführend klingen. Das ist nur eine Eigenschaft. Weiche Gammastrahlung entsteht bei Energieübergängen innerhalb von Atomkernen, während harte Strahlung bei Kernreaktionen emittiert wird. Diese weiche Gammastrahlung kann stark genug sein, um großes Unheil anzurichten, worauf wir gleich noch näher eingehen werden. Wenn wir an eine Bedrohung aus dem Weltraum denken, denken wir in der Regel nur an Objekte, die uns nahe sind und dadurch gefährlich werden können. Wie zum Beispiel ein Asteroideneinschlag oder im schlimmsten Fall eine superstarke Sonneneruption. Aber wie kann uns etwas nach universellen Maßstäben Winziges, das Zehntausende von Lichtjahren entfernt ist, wirklich schaden? Es stellt sich heraus, dass es das kann. Die potenzielle Bedrohung der Erde durch Magnetare wird durch reale Vorfälle belegt. Diese Fälle bringen uns zurück zu den allerersten Studien dieser Phänomene, als es den Begriff Magnetar noch nicht einmal gab. Am 5. März 1979 um 10.51 Uhr nordamerikanischer Ortszeit zeichneten zwei sowjetische Raumsonden der Venus-Mission, Venus 11 und Venus 12, einen intensiven Ausbruch von Gammastrahlung auf. Von den üblichen 100 Impulsen pro Sekunde schnellte die Messung auf 200.000 in die Höhe. Die Frequenz stieg in nur einem Bruchteil einer Millisekunde dramatisch an. 11 Sekunden später registrierte die NASA-Sonde Helios 2, die Sonne umkreist, eine zweite Eruption. In wenigen Minuten erreichten sie auch die Venus, wo sie von der amerikanischen Sonde Pioneer Venus Orbiter registriert wurde. Wenige Sekunden später erreichte eine starke Strahlungswelle die Erde und wurden von den Detektoren der WELA-Satelliten des US-Verteidigungsministeriums, dem sowjetischen Satelliten Prognos 7 und dem orbitalen Einstein-Observatorium HEAO-2 erkannt. Der International Comet Explorer registrierte dann den Ausbruch, bevor er das Sonnensystem verließ. Dieses Ereignis war die stärkste jemals aufgezeichnete extrasolare Gammastrahlenemission. Es stellte sich heraus, dass es über 100 Mal intensiver war als jeder zuvor bekannte extrasolare Gammastrahlenausbruch. Der Übeltäter wurde schnell mit einer Genauigkeit von 2 Winkelsekunden identifiziert. Es stellte sich heraus, dass es sich um die Überreste eines massereichen Sterns in der großen Magellanischen Wolke handelte, der etwa 3000 vor Christus in einer Supernova explodierte. Das Objekt wurde SGR 0525-66 genannt. Eine Entfernung von nur 165.000 Lichtjahren bewahrte die Menschheit vor großen Problemen. Ein ähnliches Ereignis in den frühen 2000er Jahren erwies sich als ebenso stark oder sogar noch stärker. Am 27. Dezember 2004 um 21.30 Uhr UT wurde ein scharfer und starker Strom von Gammastrahlen registriert, der aus dem Sternbild Schütze kam. Würde anstelle von Gammastrahlen sichtbares Licht mit einer solchen Stärke emittiert werden, würde es heller als der Vollmond leuchten.
Der Ausbruch dauerte etwa 0,2 Sekunden, verursachte jedoch erhebliche Schäden an der Ionosphäre der Erde. Es handelte sich um einen bekannten Magnetar SGR-1806-20 in einer Entfernung von nur etwa 50.000 Lichtjahren. In einem Augenblick richtete der Magnetar einen Strahl auf die Erde, der 10 hoch 40 Watt erzeugte, was mehr ist, als die Sonne in 100.000 Jahren abgibt. Würde sich SGR-1806-20 in der Entfernung des nächstgelegenen Sterns Alpha Centauri befinden, der etwa 4 Lichtjahre entfernt ist, würde es den Bruchteil einer Sekunde dauern, bis diese enorme Gammastrahlungswelle alles komplexe Leben auf dem Land und in den oberen Schichten der Ozeane auslöschen würde. Der nur 20.000 Lichtjahre entfernte Magnetar SGR-1900+14 zwang die NASA sogar dazu, die automatische interplanetare Station Near Shoemaker, die 1998 zum Asteroiden Eros geschickt wurde, abzuschalten. Der Gammastrahlenausbruch hätte das Gerät leicht zerstören können. Unser einziger Trost ist, dass alle bekannten Magnetare ziemlich weit von der Erde entfernt sind. Allerdings klingt alle bekannten Magnetare etwas beunruhigend.